Anfang 1969 werden die ersten tschechischen T3D Tatra-Triebwagen eingesetzt. Anfang der 90er Jahre ist am Roten Turm immer noch Brachfläche. Nach der Wende wird ein Teil der Tatra-Flotte modernisiert. Der Rest wird an russische Städte verkauft. Im Sommer 2015 können wir auf einigen Linien noch modernisierte Tatra T3D beobachten. So sind auf der Linie 6 Hauptbahnhof Alt-Chemnitz ausschließlich Tatras unterwegs. Die T3D-Triebwagen sind seit der Modernisierung in den Farben der Stadt blau und gelb lackiert. Sie fahren in der Kombination Triebwagen-Triebwagen. Großzüge mit zusätzlichem Beiwagen gibt es bereits seit 2010 nicht mehr. Parallel zum Flusslauf der Chemnitz, Namensgeberin der Stadt, rollen die Züge der Linie 6 Richtung Innenstadt. Pause im Hauptbahnhof. Im 30-Minuten-Takt fahren die Züge der Linie 6. Dazwischen rollt die Linie 522, Hauptbahnhof Alt-Chemnitz-Stolberg. Ein Ausscheiden der Tatras ist in greifbarer Nähe. Wann genau, konnten wir nicht ermitteln. Weiterleben werden einige der alten Tatras als Museumsstücke oder als Arbeitswagen, wie dieser Schleif- und Enteisungswagen. Rückblende. Anfang 1994 wird der Prototyp der Variobahn vorgestellt. Der fünfteilige, sechsachsige Zug ist im damaligen ABB-Werk entstanden. Das neue Fahrzeug wird mit großem Interesse besichtigt. Schließlich stellt der Niederflurzug einen Meilenstein gegenüber den alten Tatras dar. Wunderschön ruhig. Thank you.
Erst 1999 werden dann die ersten Serienzüge in Betrieb genommen. 10 Zwei- und 14 Einrichtungsfahrzeuge. In dieser Zeit wird vor dem Hauptbahnhof noch abgebogen. . 2001 kommen 6 rote Zweirichtungsfahrzeuge dazu. Sie fahren unter der Flagge der Citybahn und sind für den Betrieb bis nach Stolberg zusätzlich mit den Sicherheitseinrichtungen für Eisenbahnstrecken ausgestattet. Seit 2002 fahren die roten Züge über Alt-Chemnitz hinaus bis nach Stolberg. Das Chemnitzer Modell ist eine Erfolgsgeschichte. Wie gehört, ist eine Erweiterung zu weiteren Zielen im Umland geplant. Für die Bahnen der Chemnitzer Verkehrs AG ist in Alt-Chemnitz Endstation. Die Roten der Citybahn fahren weiter, bis nach Stolberg. Ab hier gilt die Bau- und Betriebsordnung für Eisenbahnen. Dafür sind die Züge ausgerüstet. Auf der Strecke nach Stolberg können bis zu 80 Stundenkilometer erreicht werden. Die Citybahn hat den Streckenabschnitt Alt-Chemnitz-Stolberg von der DB gepachtet. In Stolberg gibt es ein kleines Bahnbetriebswerk. Im 30-Minuten-Takt sind die Roten unterwegs. Das Angebot wird angenommen. Rund 6000 Fahrgäste können täglich gezählt werden. Der nächste Zug nach Chemnitz Hauptbahnhof ist auf dem Weg. Regelmäßig verlassen die Regionalstadtbahn nach Chemnitz und die Regio Shuttle nach St. Egedin zusammen den Bahnhof Stolberg.